The Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others. That they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nano-coating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nano-coating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal, in interaction with other various metal plates, in a saltwater solution, creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Hallo und herzlich willkommen zum 121. deutschsprachigen Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 12. Juli 2018 und wie immer habe ich eine zusammenfassende Übersetzung des heutigen 232. Knowledge-Seeker-Workshops von heute Morgen um 9. Und der war heute knapp 4 Stunden lang. Und heute war der Fokus, würde ich mal sagen, so ein bisschen wieder die Flugtechnik, aber auch ein paar interessante News dabei. Dazu kommen wir. Herr Keshe sagte, dass viele Fragen gestellt werden und die Antworten führen nur dazu, dass man noch mehr Fragen hat. Und er sagte, das ist aber ein wichtiger Prozess, damit man nicht nur Dinge kopiert, ohne sie zu verstehen. Also das ist ein Fokus, den er immer legt, dass möglichst viele verstehen. Und
Dann sagt er, dass es so, sobald es uns gelingt, eine Schwerelosigkeit zu erreichen, dass sie wirklich, sag ich mal, zuverlässig, wiederholbar, zeigbar, die Schwerkraft aufgelöst wird, dann, dann ist also das nächste ist immer noch, also das Ziel ist immer noch lange nicht erreicht dann, weil selbst wenn man etwas zum Schweben kriegt, heißt das noch lange nicht, dass man das steuern kann. Also das wäre dann das nächste Problem, Dinge nicht nur einfach schweben zu lassen, sondern sie auch kontrollieren zu können, steuern zu können. Und er sagte, dass von dem Punkt an, wo Schwerelosigkeit quasi gezeigt werden kann und erreicht ist, in dem Moment werden weltweit Forschungsgelder darin fließen und dann wird sich in dem Moment wird sich alles ändern. Also egal, ob das jetzt eine Technologie ist, die Dinge zum Schweben bringt, was ja schon so von der Mainstream-Wissenschaft her nicht möglich ist, Antigravitation oder sowas in der Art. Das würde auf jeden Fall einiges ändern. Und natürlich der Generator, wenn er dann veröffentlicht ist, ist auch so ein Punkt, der alles ändern wird. Und dazu gleich auch noch mehr zu dem Generator. Dann sagt der Cash, dass jeder die Möglichkeit haben soll, in den Weltraum zu reisen und dass es nicht das Privileg einer Nation sein soll. Also jeder soll die Möglichkeit haben. Und er sagte, so wie die Entwicklung jetzt aktuell aussieht, wird die Erde bald größtenteils entvölkert sein. Also das ist so ein weiteres Missverständnis vielleicht, was öfter vorkommt, ist, dass man davon ausgeht, klar, wir kennen das letztendlich nicht anders, dass man auf dem Planeten lebt und dass man sich das vorstellt, der Weltall ist nur dafür da, damit man irgendwo anders im Weltall auf einem anderen Planeten kommt. Das heißt, die Vorstellung liegt darin, dass Leben auf Planeten ist und dass man von einem Planeten zum nächsten Planeten geht und dann wieder vielleicht zum nächsten Planeten. Aber so wie Herr Keschers auch sagt, es gibt da Rassen im Weltall, die überhaupt gar nicht auf Planeten leben. Also das heißt, letztendlich auf einem Planeten zu leben, ist ab einem gewissen Entwicklungsstand nicht mehr nötig. Und ist die Frage, wiefern das überhaupt... es gibt so viele andere Dinge im Universum, dass es nicht unbedingt etwas, dass das einzige Ziel ist, irgendwo auf dem Planeten zu sitzen. Und das ist genau das, dass in dem Moment, wo wir diese Technologie haben, vollkommen unabhängig zu sein, uns hinzubewegen, wo wir wollen, zu erzeugen, was wir wollen, und es letztendlich keine Rolle spielt, ob man jetzt irgendwo hier auf der Erde sein, sag ich mal, fliegendes Haus hat, oder ob man das irgendwo zwischen Erde und Mond parkt oder ob man das sonst wo im Universum parkt. Und das ist genau der Punkt, wenn jeder diese Möglichkeit hat und jeder irgendwann so eine Technologie zur Verfügung hat, wie viele davon würden dann wirklich noch hier auf der Erde bleiben, in den Städten, die vielleicht, die wir heute haben? Also mit der Entwicklung der Technologie wird das wohl eher so sein, dass die Städte, die wir heute haben, völlig verlassen sein werden. Also selbst die noch auf der Erde leben werden, werden nicht mehr in den Städten leben, die wir heute haben. Das werde ich zumindest vermuten. Weil wir diese ganze Technologie, das ganze Zement und das alles, was wir dazu gepflastert haben, alles das nicht mehr notwendig sein wird. Und auch von der Qualität des Lebens her geht es auf jeden Fall besser. Also das dazu, weil Herr Keschutz öfter angesprochen hat, dass ein Großteil, er sprach so ungefähr von 70% mal 80%, da die Erde verlassen werden und nie wiederkommen werden. Wo ein relativ kleiner Teil davon wird, wie bei jeder neuen Entwicklung, wie Herr Keschers sagte, auf irgendeine Weise verloren gehen oder ums Leben kommen. Aber ein großer Teil wird einfach nicht zurückkommen wollen. Und dann sagte er, dass 7 Nationen Plasmatechnologien entwickeln, also wohl richtig auf Regierungsebene, und dass 3 bis 4 davon innerhalb der Cash Foundation Struktur wirken, also zumindest in irgendeiner Form eine Verbindung zur Cash Foundation haben.
Und dann sagt der Cash nochmal heute ausdrücklich, dass das chinesische System, was entwickelt wird, sehr, sehr fortgeschritten und umfangreich ist. Er sagte, dass das System ohne Motoren funktioniert und dass das auch das Gesundheitssystem damit überholt wird. Also wir haben jetzt gerade letzte Woche diese Gesundheitsstation gesehen, was nicht heißt, dass nicht all diese Entwicklungen trotzdem sinnvoll sind, dass nicht jeder tut, was er tun kann. Weil letztendlich auch, selbst wenn das chinesische System quasi veröffentlicht ist, heißt das nicht, dass das hier unbedingt jeder gleich hat. Auf jeden Fall, so wie Herr Cash das beschreibt, ist das, wie gesagt, sehr fortschrittlich. Er sprach davon, dass China den Zustand erreicht von nicht berührbaren Reaktoren. Und er sagte auch, dass das einen starken Effekt auf Regierungen generell haben wird. Also generell sehen wir die Tendenzen, dass letztendlich haben wir das seit 100 Jahren, dass die Macht von Regierungen weggegangen ist zu Konzernen. Also es gibt so große Konzerne, Unternehmen auf der Welt, die ja international tätig sind, also auch nicht unbedingt an die Gesetze einzelner Nationen gebunden sind. Also das natürlich auch eine große Freiheit darstellt, das, was Regierungen eben nicht haben. Und da ist also die Macht schon übergegangen, weg von Regierungen. Und jetzt wird mit diesen Technologien, wo jeder Möglichkeiten hat, die vorher eben niemand hatte, geht die Macht noch mehr weg von Regierungen. Und dazu kommen ja noch andere Entwicklungen, wie zum Beispiel die Blockchain-Technologie, die auch Macht von zentralen Stellen wie Regierungen, Banken, Versicherungen und so weiter, die quasi mehr oder weniger nutzlos macht. Und eben diese Systeme werden einen Einfluss darauf haben, was für einen Einfluss oder was für eine Macht Regierungen überhaupt noch haben. Wie jetzt beispielsweise mit der, nochmal zur Blockchain, da ist das schon das Problem, dass sich nichts mehr versteuern lässt. So, und das ist schon eine Frage, wie funktioniert eine Regierung, die keine Steuern mehr einnehmen kann? Und die Plasmatechnologie natürlich ganz andere Bereiche, die, wie was Herr Cash immer sagt, dass wenn wir so ein Raumschiff haben, dann brauchen wir keinen Reisepass mehr. Wenn wir in einer Minute quasi in jedem beliebigen Land sind, dann, oder was weiß ich, ein paar Minuten, oder die längste Zeit ist das Starten und Landen, dann, wie Herr Cash auch immer sagt, soll Trump die Mauer so hochbauen, wie er will. Die wird niemanden aufhalten. Also das sind so ein paar Faktoren, wie gesagt, die zeigen, dass sich auf jeden Fall das, was wir heute unter Regierung kennen, sich auch drastisch ändern wird. Und dann sagte er, dass er das, was er für Iran vor 10 Jahren getan hat, also hat er mit dem Iran zusammen ein System entwickelt, das wohl bis heute weiterentwickelt und genutzt wird. Und er sagte, dass er das jetzt mit China gemacht hat. Und er sagte aber auch, dass er den Bauplan und die Technologie hätte alles er. Und wenn China die Technologie nicht teilen sollte oder nicht veröffentlichen sollte, dann würde er das tun. Und dazu sagt er auch, dass sollte ihm etwas zustoßen, sind Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden geworden, die auch dazu führen, dass diese Technologien veröffentlicht werden. Dann sprach er auch davon, dass mit dieser Technologie, namentlich dieses universale System, das als Schutzsystem dient, als Energiequelle, als Nahrung, medizinische Station, als Reisemöglichkeit, das ist ja alles ein System, dass das auch mit physiologischen Änderungen kommt. Also das heißt, wie Herr Cash öfter sagte, dass wir mit der Zeit kein Bedürfnis mehr an ein Verdauungssystem haben, dass sich irgendwann auch unsere Sinne anpassen würden. Also irgendwann haben wir keinen Mund mehr, keine Augen mehr. Und interessant dazu sagte er auch, dass wir verstehen werden, dass man mit den Augen nicht wirklich sehen kann. Und insbesondere, wenn es darum geht, ein Flugobjekt zu steuern bei Überlichtgeschwindigkeit, da helfen einem die Augen überhaupt nicht mehr bei. Also das heißt, er spricht von anderen Formen der Wahrnehmung, die nicht so auf ein bestimmtes enges Spektrum begrenzt sind, wie zum Beispiel unsere Ohren, unsere Augen und so weiter. Also vieles, was die Sinne eben nicht wahrnehmen können.
Und dann sagte Herr Kesch auch heute wieder, dass es nicht das erste Mal ist, dass die Menschheit ins All gekommen ist. Also in der Geschichte gab es schon mal, mindestens einmal zumindest den Punkt, wo ein Teil der Menschheit ins Weltall verschwunden ist. Und er sagt aber, dass es dieses Mal darum geht, dass die Massen unterrichtet werden. Also dass nicht eine kleine Gruppe oder wie auch immer die Möglichkeit hat, sondern dass eben jeder die Möglichkeit hat, wenn er dann möchte. Und dann sagte er, dass die 97% der Leere zwischen den Himmelskörpern, also sprich der Weltraum, der große freie Raum, sage ich mal, zwischen den Himmelskörpern, dass das nicht leer ist. Er sagte, dass es überall ein dichtes Feld, der im Zucker im Materiefeldspektrum. Er sagte nur, dass das für uns nicht sichtbar ist, also auf der Feldstärke, auf der wir uns befinden, sind die Strukturen. Also er hat mehrmals erwähnt, dass das komplette Weltall strukturiert ist. Er hat das mit dem Körper verglichen, dass wir zwischen den einzelnen, Muskelsträngen oder was auch immer, Strängen, die verschiedenen Organe im Körper, dass da auch keine Hohlräume sind, sondern dass das alles, was im Körper ist, inklusive den in Anführungsstrichen Hohlräumen, dass die alle zur Struktur des Körpers gehören. Und er sagte, so ist das ganze Weltall ist vollkommen strukturiert. Also es ist kein hohler Raum zwischen A und B. Und dass wir einfach noch nicht in der Lage sind, das wahrzunehmen, was dazwischen ist. Ja, also dass wir halt durch diesen Raum letztendlich einfach nur durchsehen, aber dass das letztendlich überall was ist. Und dann die Zeichnung mache ich gleich. Ja, dann sagt er auch nochmal, dass die Macht dieser Technologie eben in viele Änderungen in vielen Bereichen erzwungen wird. Also das sehen wir ja auch in dem Vorspann, wird das ja auch erzählt, die verschiedenen Bereiche, Landwirtschaft, Medizin und so weiter. Die ganzen großen Bereiche, die von dieser Technologie halt betroffen werden. Und eben vieles, was vorher war, überholt. Und damit letztendlich auch die Machtstrukturen, die damit verbunden sind, mit der Pharmaindustrie, mit den diversen Bereichen, eben auch der Rüstungsindustrie zum Beispiel, dass damit natürlich auch deren Einfluss und Macht verschwindet. Und dann sagte Herr Kesch, er sagte vor ein paar Stunden, als heute Morgen das erzählt hat er gesagt, vor ein paar Stunden, haben sie mit der Massenproduktion der Generatoren, der freistehenden Generatoren begonnen. Und er sagt, dass in den nächsten 2 bis 3 Wochen kommen sie in die finale Phase. Und also dass es jetzt wohl unmittelbar bevorsteht, dass die Generatoren eben veröffentlicht werden und rausgehen. Er sprach von 2 bis 3 Wochen. Ich würde mich da nicht unbedingt erfahrungsgemäß auf den Tag dran festhalten, aber zumindest scheint das jetzt da wirklich was im Gange zu sein. Und er sagt aber auch, dass das System nicht entwickelt wurde, um uns freie Energie zu Hause zu liefern, sondern um die kommenden Raumschiffe bzw. Komplettsysteme zu versorgen. Und er sagte, dass es jetzt Zeit ist, dass der Generator veröffentlicht wird. Und er sagt, dass sie mit einer Firma zusammenarbeiten, die außerhalb der Cash Foundation, die Möglichkeit hat, diese zu produzieren. Also, dass die unterrichtet worden sind und die wohl Möglichkeiten haben, die die Cash Foundation momentan nicht hat. Und da das ja wahrscheinlich in China stattfindet, die sind ja da spezialisiert in Massenproduktion von allen möglichen Waren. Also da hat wahrscheinlich einfach eine Firma die technischen Möglichkeiten, die man dafür braucht. Und dann sagte er, dass sie ab Freitag entscheiden müssen, wie sie das außerhalb von China handhaben. Das heißt, so wie Herr Kesch das schon mal gesagt hat, ist, dass die Generatoren erst einmal in China verteilt werden. Wie viele oder wie prozentual oder wie sie das genau handhaben, wie gesagt, das steht nicht fest. Aber das werden sie jetzt wohl morgen entscheiden.
Also möglicherweise erfahren wir da nächste Woche mehr drüber. Und er sagte auch, dass wir damit uns theoretisch so ein Tesla-Auto kaufen können und dann es nie wieder aufladen müssen. Also sprich ein auf Strom betriebenes Auto. Und dann sagt er, dass sie gewartet haben, bis das Raumschiff fertig ist. Und das ist jetzt soweit und dass dann die gesamte Technologie auf einen Schlag veröffentlicht wird. Also sprich der Generator, dass das jetzt sich so hinausgezögert hat, hat wohl was zum einen mit den Beziehungen zu China zu tun, was da intern abgemacht wurde, aber zum anderen wohl gekoppelt war an die Entwicklung des Raumschiffs. Ja, dann sagt Herr Cash auch, dass insbesondere in der bevorstehenden Zeit, das heißt, wenn diese Technologien dann wirklich die Massen erreichen und natürlich auch das Wissen die Massen erreicht, dass das unsere Aufgabe ist, das Wissen zu verbreiten, also zu lehren. Und jeder, der jetzt hier irgendetwas weiß über die Technologie, über Plasma, über die Cash Foundation, auch wenn das nur wenig ist, in der kommenden Zeit, wenn Milliarden Menschen auf einmal denen diese Technologie bewusst wird und da irgendetwas mit zu tun haben wollen, darüber wissen wollen, es lernen wollen, dann wird jeder einzelne Anwesende hier, der jetzt hier zuhört oder sich mit dem Thema beschäftigt, wird mehr wissen als die anderen und wird dann schon in der Lage sein, das zu helfen, das Wissen zu verbreiten. Sei es zu helfen, wo man Wissen findet, aber auch die Grundlagen wird sicherlich die meisten hier in etwa beherrschen. Und ja, also dass die Zeit dafür jetzt noch erst kommt, wenn, wie gesagt, die Nachfrage da ist. Dann sprach er von einer möglicherweise simultanen Entwicklung und Veröffentlichung von China und Iran. Das heißt, wie gesagt, der Iran hat ja auch diese Technologien in einem bestimmten Entwicklungsstadium. Und diese Technologie wird auch seit 10 Jahren genutzt, auf Regierungsebene, auf Militärebene. Und wobei nicht, die Abmachung war wohl nicht, dass es nicht als Waffensysteme verwendet wird. Das war die Abmachung mit Herrn Cash. Und daran hat sich der Iran wohl auch gehalten, das hat Herr Cash mal gesagt. Und ja, also möglicherweise kommt da dann was von mehreren Regierungen. Und zu dem Generator sagt er auch noch, dass wenn der veröffentlicht wird, dass das letztendlich so offensichtlich sein wird, wie der funktioniert, dass der Generator seit Jahren schon direkt vor unseren Augen war. Das heißt, dass da nichts Neues drin ist. Das heißt, all die Technik, wie der funktioniert, wurde uns immer gezeigt. Aber ja, der es ist scheinbar nicht genug verstanden worden oder zumindest werden wir vielleicht überrascht sein, wenn es dann veröffentlicht wird, warum wir nicht selber drauf gekommen sind oder wie simpel das eigentlich ist. Also dass der Generator zumindest ist wohl technisch gesehen nichts Neues als das, was wir immer schon gelehrt bekommen haben. Er sprach dann auch noch von dass das Ziel ist, eine Ionisierung zu erreichen. Ich weiß jetzt nicht genau, was er damit meinte. Er sprach von einer Singularität des Plasmas. Dass das Ziel ist, die Singularität des Plasmas zu erreichen. Und ja, und dann hat, das zeige ich jetzt gleich im Anschluss, John ein Video gezeigt. Dann hat Herr Cash erklärend und ergänzend darauf was gezeichnet für John aus der Cash Foundation Arizona. Und dann sind noch ein paar andere Sachen gezeigt worden. Das zeige ich jetzt am besten aber alles der Reihe nach. Ja, also zunächst die eine Zeichnung. Kleinen Moment. So, also Herr Cash hat gesagt, dass es, also es ist ja erstmal so, Herr Cash arbeitet seit Jahren
seit vielen Jahren, wahrscheinlich seit Jahrzehnten sogar, mit vor allem auch mit Magneten, also auch sehr starken Magneten. Also nicht nur Markgraf-Felder in dem Sinne, wie wir das vom Markgraf kennen oder vom Gans oder wie auch immer, sondern dass er tatsächlich mit Magneten arbeitet. Und das ist etwas, was sonst so wenig gesehen wird. Und hier hat er jetzt beschrieben, wie sich beliebig zwischen Wasserstoff, Tritium und Deuterium, sprich H, H2 und H3, mit durch Magneten hin und her wechseln lässt. Und zwar hat er das so erklärt, das würde man jetzt hier Wasserstoff haben und man würde jetzt hier zwei Magneten aufstellen. Und das hier beides die Nordseite der Magneten. Dass das hier das Wasserstoff so Energie geben würde, dass das zum Aufbau von Neutronen führt. Und wie ja in den letzten Wochen beschrieben wurde, der Unterschied zwischen dem Wasserstoff und dem Deuterium ist ein zusätzlicher Neutron, beziehungsweise Wasserstoff hat gar keinen, Deuterium hat einen und Tritium hat zwei. Und die anderen Varianten waren, einen Durchfluss zu erzeugen zwischen Nord und Süd. Das heißt, hier ist jetzt ein Fluss in diese Richtung, hier ist ein Fluss in beide Richtungen, das heißt, das führt zu einem Füttern. Und was waren denn noch? Zwei südliche, das sagt er, damit könnte man zum Beispiel aus einem Tritium ein Wasserstoff machen oder ein Deuterium. Das heißt, wenn wir hier ein H3 haben, dann wirkt das nämlich genau andersrum. Es zieht raus und es wird dann zum Deuterium bzw. zum Wasserstoff. Und sagt er dazu noch was? Ich meine, das war's. Ja, also hier sprach er von ganz normalen Magneten und er sagte auch, dass sich die Farbe verändern würde. Das heißt, man würde es sehen. Ein voriges System, was der Cash vorgestellt hat, vor ein, zwei Wochen, war das System, wo man einfach, wenn man Deuterium hergestellt, Tritium hergestellt hat, dass man das einfach hier in drei dynamische Reaktoren gibt, die sich halt drehen. Und das würde dazu führen, dass sich die Felder so angleichen, dass irgendwann in einem Wasserstoff ist, in dem zweiten Deuterium und im dritten Tritium. Und das könnte man anhand der Farbunterschiede dann auch erkennen. Und das ist jetzt, sind jetzt quasi zwei verschiedene Versionen, um das zu erreichen. Und Herr Cash sprach auch davon, dass eben dieser Wandel der Antrieb des Universums ist. Das heißt, das Spielen mit den Neutronen. Und dass das auch das ist, was gemacht wird in den Flugscheiben, die wir sehen, die neben der Sternformation zusätzlich noch hier einen Ring drumherum haben. Und dieser Ring besteht, wenn man diese Dinger dann sieht, das sind Lichter, die sich drumherum drehen. Und das ist hier, wo die Reaktionen und die Lichter ändern sich, je nachdem, in welchem Zustand dieses Raumschiff ist, ändert sich die Farbe der Lichter. Und das ist dieser Gürtel, der zwar zwischen dem oberen Reaktor hier und den unteren Reaktoren sitzt. Und das konnte man in Johns System auch sehen, da hat er auch damit gearbeitet. Und das ist auch ein Schlüssel gewesen heute für John, was ihm wohl noch fehlt, was Herr Cash gesagt hat, wenn man hier oben auf der Sternformation was spürt, dass ja etwas sich anfühlt, als wäre es heiß oder als wäre da Wind, dann hieße das, dass das System nicht dicht ist. Das heißt, hier gehen Felder verloren, die Felder hier oben raus. Und in dem chinesischen System, das hat Herr Cash selbst mehrfach getestet, das ist dicht, das heißt, da spürt man oben nichts. Das heißt, dieses Feld ist so gebaut, dass es hier umgeleitet wird und hier unten wieder reingeht. Und das ist wichtig.
Das heißt, dass das Problem, was der John seit längerer Zeit hat, dass er testet ja immer, wie weit reicht das Feld, er testet die Form des Feldes und so weiter. Aber das ist eigentlich genau das Problem, weil zu sehen, wie weit das Feld ist, wie weit das reicht, zeigt einfach nur, dass das nicht dicht ist, dass das System nicht sich selbst wieder füttert. Und das ist genau das, was passieren muss. Das heißt, es würde hier irgendwo abblocken, die Felder gehen hier rum, gehen hier unten wieder rein und die unteren Reaktoren nähern dann wiederum den oberen und dann und so weiter. Das ist, dadurch bauen sich die Felder auf, das was dann dazu führt, dass sich dass etwas sichtbar wird, ist vielleicht ein Licht und dann, also Schimmer, dann Licht und dann eine wirklich feste, anfassbare Form entsteht. Und dieser Ring hier in der Mitte, der müsse von der Stärke her, von der Feldstärke sein zwischen dem oben und unten, weil das dann dazu führt, dass zu einer Balance zwischen dem oben und unten. Das heißt, die Felder würden nicht nach oben verschwinden, weil das hier in der Mitte einen Ausgleich zeugt und das gleiche auch nach unten würden sie nicht verschwinden, weil eben dieser Gürtel da drumherum, dieses System den Ausgleich schafft und das Feld hält. Und das hatte Herr Cash so auch schon mal erklärt. Aber scheinbar ist da in dem System von John das noch nicht ganz so, funktioniert das noch nicht ganz so. Was Herr Cash dann auch noch sagte zu John, ist, dass das System, was ja auch mal gezeigt wurde, John hat so ein ganz großes System dann in Arizona, wo 12 Magraphs im Kreis stehen und 6 nochmal in der Mitte, also 12 außen und 6 weiter in 2 Kreisen. Und so wie Herr Cash das heute gesagt hat, und möglicherweise wusste John das bis heute nicht, dass das System aufgebaut wurde, dass das nichts mit dem Raumschiff selbst zu tun hat, sondern dass das die Plattform ist, von dem das Raumschiff aus startet und landet. Das heißt, Herr Cash sagte, dass wenn man so eine Plattform nicht hat, die ein neutrales Gebiet erzeugt, ein neutrales Feld, ein quasi das Gebiet abschirmt, dann könnte es sein, dass da irgendwelche Teile oder was wild durch die Gegend fliegen. Das heißt, man braucht erst einmal eine Plattform, die, wie gesagt, eine Neutralität schafft, damit man dann da drin das Raumschiff aufbauen kann. Und dafür sei dieses System da. Ja. Dann zeige ich am besten jetzt einmal das Video von John. Gibt es soweit sonst schon mal Fragen? Kleinen Moment, ich suche das noch eben raus. So, also das hier wurde gezeigt. Also hier genau, Sie haben darüber geredet, dass sie halt vorher immer, also dass sie einmal alles die Größe des Feldes testen. Hier war wohl ein bestimmtes Phänomen, dass hier relativ nah dran an dieser Konstruktion eine bestimmte Stelle war, wo dieses elektrische Messgerät, was der jetzt in der Hand hält, nicht ausgeschlagen hat. Also es ist wohl ein bestimmtes Gebiet, wo eine tote Zone ist oder wie auch immer. Ansonsten ist das Feld wohl sehr groß. Was aber, wie gesagt, zum Teil das Problem ist, weil das Feld eben verloren geht. Also das Feld fließt nach außen, anstatt sich das System wieder zu füttern. Also da ist etwas, was noch fehlt. Ja, hier war die Stelle, wo, aus welchem Grund auch immer, hier eine bestimmte Stelle, wo nichts ausschlägt.
Ja, ich gehe jetzt einfach hier mal ein bisschen weiter. Dann kann ich dazu, also hier sieht man jetzt auch dieses System hier in der Mitte. Das ist das, wovon ich gesprochen habe. Das ist das, was dieser Gürtel, der diesen Ausgleich schafft in der Sternformation. Ja, der eben dieses, das Feld quasi hält. Und da haben sie wohl Keramikkugeln für genommen. Ja, hier sind wir schon beim nächsten und das ist das, was letzte Woche angesprochen wurde. Hier hat der Jalal eine möglicherweise Lebensform in seinem Gans. Das ist nicht hundertprozentig sicher. Er beobachtet das weiter. Er hat auf jeden Fall festgestellt, dass sich's bewegt und dass es wohl eine ungewöhnliche Form hat. Das heißt, es scheint so eine Art kleinen Schwanz zu haben. Und er hat auch gesagt, dass das hier so wie kleine weiße Haare hier drumherum zu sehen waren. Und das hat sich, wie gesagt, ein Stück bewegt, ohne dass er den Behälter, also der Behälter stand ganz still. Herr Kesch hat dazu aber auch gesagt, dass es innerhalb vom Ganz sein kann, dass sich da Dinge bewegen, also dass das jetzt noch nicht unbedingt ein eindeutiger Beweis dafür ist, dass das jetzt hier Lebensform ist. Herr Kesch sagt aber auch, dass wahrscheinlich viele von uns schon das hatten, dass sich Lebensformen im Ganz gebildet haben, dass uns das vielleicht einfach nicht auffällt oder ja, und das ist, finde ich, deswegen interessant, weil das ja möglicherweise dann Lebensformen sind, die es so gar nicht auf der Erde gibt. Also dass etwas ganz Neues entsteht. Und das ist auch so ein Bereich und Aspekt in der Zukunft, der mit dieser Technologie natürlich möglich wird, neues Leben zu schaffen. Ja, dann hat sie eine Präsentation gegeben von Gatua aus Kenia. Und zwar hat er dort Schulung, also wir haben ja auch ein paar Mal darüber berichtet. Herr Kesch hatte denen da ja denn die ganzen Bücher spendiert und er sagte, Gatua sagte, er hat ungefähr 1000 Leute unterrichtet bis jetzt. Und die aktuelle Gruppe, die wächst immer mehr, wächst quasi täglich und es sind 110, aktuell 110 Teilnehmer in dieser lokalen Schule, die da aufgemacht hat. Das ist wohl eine ursprünglich landwirtschaftliche kleine Organisation oder Gruppe, wo es eigentlich um Landwirtschaft geht. Hier sind ein paar Bilder. Und ja, hier wird halt unterrichtet die Plasmatechnologie und die testen auch Sachen. Es wird auch hier teilweise behandelt, kommen die Leute, weil sie sich behandeln durch CO2 oder was auch immer, dass sie verschiedene Symptome behoben kriegen und dann wieder neue Leute mitbringen und so weiter. Also das Interesse scheint da ganz groß zu sein. Hier war ein Beispiel dafür, das war wohl eine Wunde, die lange Zeit nicht geheilt ist. Die Wunde ist wohl einfach nicht geheilt und dann dank dieser Technologie, ich glaube CO2 haben sie da verwendet, heilt die Wunde. Ja, also hier, Herr Cash, und hier ist das dann auch nochmal ein, also es ist zweisprachig vorgestellt worden. Herr Cash hat hier das Projekt hier finanziell unterstützt und hat auch den allen Teilnehmern die drei Bücher geschenkt. Und sagt auch, dass das möglicherweise eines der größten Dinge ist, die Cash Foundation bis jetzt geschafft hat. Das ist die Art, wie dort unterrichtet wird. Okay, dann ist noch etwas gezeigt worden, wo hier eine Dame hier möglicherweise Wasser erzeugt. Und zwar ist ihr das wohl aufgefallen, sie hatte viele Ganspads erzeugt, hatte die in einer Schachtel gelagert. Und das sind hier die, was sind die, was, CH3, Zink, CO2 und CO. Und da hat sie irgendwann festgestellt, dass das nass war alles. Und dann hat sie gedacht, die Beutel waren undicht. Dann hat sie die aufgehängt, geguckt und sie konnte kein Leck finden. Und hat das dann nochmal alles verstaut und es ist wieder passiert, es war wieder nass. Und jetzt testet sie das weiter, dass sie das in, das hat Herr Kesch vorgeschlagen, in einem komplett geschlossenen, also luftdicht, wasserdicht verschlossenen Behälter, das zu lagern, weil es dann ganz
eindeutig ja zu sehen ist, ob sich dort Wasser bildet. Also so wie sie das hier beschrieben hat, scheint sie hier mit dem, was sie da hat, sich einfach Wasser zu bilden. Also außerhalb der Gunspatches. Ja. Dann waren da noch ein, zwei Zeichnungen von Herrn Cash. Hier hat der Cash gezeigt, er sprach von den verschiedenen Universen, dass je nach Position unterschiedlich groß sind. Oder sagte auch, dass in den unterschiedlichen Universen, man könnte sagen, vielleicht ein paar Dinge, die wir als physikalische Gesetze kennen, auch nicht unbedingt gleich sind. Das heißt, dass in einem anderen Universum in Anführungsstrichen andere physikalische Gesetze gelten. Wobei das ja die Definition dann falsch ist. Es sind keine physikalischen Gesetze, sondern sind einfach ein paar Beobachtungen, die wir machen. Und hier sprach er zum Beispiel davon, dass das Neutron eine unterschiedliche Stärke hat, je nachdem, in welchem Universum man ist. Und er sagte auch, dass die Größe, wie gesagt, was mit der Position zu tun hat. Dann hier unten hat er dann noch gezeichnet, dass es ja auch in unserem Sonnensystem so ist, dass die hier am Rande des Sonnensystems die Planeten entstehen, dann teilweise auf dem Weg hierher sehr groß werden. Also dass die Gasriesen zum Beispiel, dass die nur so groß sind, weil sie quasi, man könnte sagen, ausgedehnt sind. Ganz, 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 ganz weit ausgedehnt. Das ist das Gasfeld. Und dass die, wenn sie näher kommen an die Sonne, dass sie dann wieder sich wieder zusammendehnen. Also das quasi die Ausdehnung einfach, wieder, dass sie wieder kleiner werden. Also dass hier also eine Größenordnung, das war jetzt der Vergleich als Beispiel hier mit den Universen. Und ja, hier sprach er von den Feldern, die da oben entweichen. Genau, hier diese Sternformation. Und hier war, genau, das war auch jetzt aus Arizona. Und hier haben sie versucht, unterschiedlichen pH-Wert zu erzeugen. Zwei verschiedene Ganzproduktionen, wo sie NaOH hinzugegeben haben. Und eine unterschiedliche Menge, um hier eine Differenz scheinbar schon in der Ganzproduktion eine pH-Differenz zu haben. So, das war was ich mit den Magneten erklärt habe. Ich glaube, das war es jetzt mit meinen Notizen. Gibt es soweit Ergänzungen oder Fragen? Ja, Maria schreibt das ja auch gerade im Chat, also das mit den 1000 Leuten, die der Gatua unterrichtet hat, das ist so zustande gekommen, dass er halt ein paar Leute unterrichtet und die sagen das anderen weiter und die kommen dann auch damit hin und so weiter. Also dass es insgesamt so um die 1000 Leute sind. Aber ja, wie eben schon gezeigt, die eigentliche Gruppe da, die eigentliche Schule sind momentan ständig wachsend, aber momentan 110 Teilnehmer. Okay. Ich finde jetzt hier keine weiteren Fragen. Im Q&A steht noch eine Frage von Thomas Lorenz. Ah, okay. Das Messgerät, du meinst das von was John da, was sie da in Arizona verwenden, das ist so ein ganz normaler Piepser, womit man Leitungen an der Wand testet. Also sprich dieses elektrische
Spektrum. Und das ist natürlich nur ein ganz bestimmtes Spektrum, was auch, was der John, die wir in Arizona wohl sehr viel benutzen, um die Form des Feldes in etwa zu bestimmen. Es ist natürlich, wie gesagt, nur ein bestimmtes Spektrum, was das Gerät misst. Und deswegen ist das natürlich nur ein Indiz, kein eindeutiges Zeichen dafür, dass das Feld so groß ist. Das, wie Herr Cash das ja auch immer sagt, das Feld ist in Wirklichkeit quasi unendlich groß. Das ist, geht bis ins andere Ende aller Universen sozusagen. Aber zumindest ein bestimmtes Spektrum. Und damit können Sie dann halt direkt testen, wenn Sie etwas verändert haben, hat sich das Feld ausgedehnt oder nicht, oder ist es stärker geworden oder wie auch immer. So wie wir das hier jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt haben oder in dem Testimonials, Erfahrungsberichte, Workshops, wo wir an die Kühlschränke da zum Beispiel, die auf einmal ein viel größeres Feld haben, wenn Minecraft angeschlossen ist. Also ganz normales, ist das so ein Phasenprüfer oder was ist das? Ich weiß jetzt gerade gar nicht den Namen dafür. Nee, Phasenprüfer ist ja so ein, ist was anderes. Naja, auf jeden Fall dieses Pieps-Ding, womit man Leitung testet. Ich glaube Detektor, Mario. So ein Detektor heißt das. Ja, Detektor heißt ja nur, dass es was findet. Also das. Genau. Ja, Leitungsdetektor oder sowas in der Art, ja. Irgendwie so, ja. Soll ja das Feld finden. Ja. Also ich habe damit auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Natürlich muss man vorsichtig sein. Wie gesagt, das misst nicht alle Felder. Und gerade wenn man im rein im Ganzzustand arbeitet, dann wird man damit wahrscheinlich nicht viel Glück haben. Eher, wenn wirklich elektrische Energie mit im Spiel ist, wie beim Magraph. Aber für manche Fälle hilft das ganz gut, da so Dinge zu zeigen zu können oder wie gesagt Ausdehnung der Felder, aber sollte das auf jeden Fall mit Vorsicht benutzen. Also dass man da nicht zu viele rein interpretiert. Mario, ich habe noch eine praktische Frage. Du hast gesagt, dass in Arizona diese Anordnung mit diesen 18 Magraphen eine Art Bahnhof ist für die Spaceships. Wie ist das? Müssen wir uns dann diesen Bahnhof selber bauen oder wird denn dann irgendwann mal zur Verfügung gestellt, wo wir unser Spaceship paktieren können? Ja, also das ist natürlich jetzt noch ein bisschen früh, jetzt da über Details zu sprechen, aber wenn ein fertiges funktionierendes System da ist, dann wirst du das wohl nicht mehr brauchen. Sonst würdest du ja nicht irgendwo anders landen können, wo du willst. Also starten und landen kannst du, wo du willst, aber wahrscheinlich während des Aufbaus, dass man keine Störfelder hat. Also das heißt, es schafft eine neutrale Zone, die in der man, dass wie gesagt nicht irgendwas passiert, dass da wie gesagt Teile durch die Gegend fliegen, was ja auch gefährlich sein kann. Und möglicherweise einfach als Hilfsmittel in der Entwicklung. Aber ein fertiges, voll funktionsfähiges Plasmaraumschiff wird, vermute ich, nicht zwangsweise, sage ich mal, sowas brauchen. Eben, weil das wäre ja verrückt, wenn wir 18 Magraph bauen müssen. Also das sollte wahrscheinlich schon dann anders gehen. Ja, und da kommt ja noch hinzu, dass diese, dass die, sag ich mal, die Magraphs jetzt auch nicht unbedingt die beste technologische Möglichkeit sind, das zu tun. Also da wird es, selbst wenn wir so etwas in der Art errichten sollten, aus welchem Grund auch immer, wird das bestimmt nicht nötig sein, da 18 Magraphs für zu haben. Also das wird bestimmt dann auch anders gehen. Okay, danke. Okay, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen, Ergänzungen oder möchte irgendjemand noch was zeigen? Ich habe mal noch mal eine Frage mit diesen Pads, die Dame gemacht hat. Das waren verschiedene Ganzsorten und die kommen dann in geschlossenen, die sind in einem Beutel
getrennt und die kommen dann in einen geschlossenen Behälter, um Wasser zu erzeugen. Ist das richtig? Ja, also das war so, die, das war gar nicht ihr Zweck. Also sie hat die produziert, 30 Stück und diverse andere auch noch. Das war als Spende gedacht für Standing Rock, wo sie da als Unterstützung das da hinschicken wollten. Und sie hatte das einfach schon fertig gemacht, hatte das gelagert und gewartet, weil sie das zentral dann alles zusammen dahin geschickt hätte. Das heißt, sie hat darauf gewartet, dass andere Patches von anderen Leuten zu ihr ankommen und damit sie das dann alles zusammen verschickt. Und es war einfach deswegen in einer Box gelagert und das waren, wie gesagt, diese vier Grundgans-Sorten, die sie in getrennten Zip-Beuteln hatte, vier nebeneinander und diese vier nebeneinander dann wohl nochmal verpackt. Das waren vier getrennte Gans-Sorten nebeneinander, die dann nochmal verpackt waren und die hatte sie gelagert, einfach in einen Karton. Und das ist ihr einfach aufgefallen, dass es dann alles nass war. Jetzt hat sie gedacht, da ist was geplatzt. Das hat sie dann alles getestet und dann hat sie es alles noch ein zweites Mal gelagert und ist das wieder passiert. Und sie konnte beide Male nicht feststellen, dass da irgendein Leck ist. Sie hat die also auch aufgehängt. Also es ist also quasi also nicht gewollt so passiert. Es ist ihr einfach aufgefallen. Ah ja, danke schön. Okay, dann war es das schon wieder für heute. Ich bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Der Erfahrungsaustausch, der nächste, ist am 23. Und und ansonsten natürlich immer dienstags die Privatschulung und donnerstags hier öffentlich. Und ja, also es war heute der 121. deutschsprachige Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 12. Juli 2018. Und ich bedanke mich bei allen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke, Mario. Mario, danke, Mario. Der Thomas wollte, glaube ich, noch etwas sagen. Ob du ihn freischaltest, steht im Chat. Das hat sich schon erledigt. Okay.